weiß nicht mehr genau, was Wahrheit oder Lüge ist. Dieses Gefühl, dass was nicht in Ordnung ist. Du wirst geblendet von all dem Trash. Krise hier, Krise da und noch ein Crash. Die Infos strömen auf dich ein. Du brauchst mehr, reden sie dir ein. Mehr Sex, mehr Spaß, mehr dies, mehr das. Und deine Grenze wird echt low. Du selbst wirst zur Fancy Show. Du sitzt schon nachmittags gebannt vor Dämonen, Vampiren und anderen und Toten. Im TV wird so einiges geboten, um dich vom Eigentlichen abzulenken. Ja, du sollst nicht mehr nachdenken, damit du nicht siehst, was wirklich geht. Dass die Menschheit kurz vorm Abgrund steht und es dich braucht, um das zu drehen. Also komm mit, es kann jetzt losgehen. Hey! Denn wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich Stadt, der weiß Bescheid, für ihn ist es eine Kleinigkeit, zu wissen, was du so treibst, zu wissen, wo du so bleibst. Du warst nicht beim Onkel Doc, sondern warst zu Hause gehockt, wurdest trotzdem geheilt, hast dich durch deinen Geist befreit. Doch an der neuen Medizin nur Gelächter, denn die Pharma weiß es ja um einiges besser. Also pack besser ein, deine Meinung passt hier nicht rein. Ja, so ist das, wir sollen am Boden bleiben. Denken wir mal anders dann, befehlen sie uns zu schweigen. Wir sind der Mainstream, brauchen uns nicht verstecken, sprechen Wahrheit aus und bald wird es jeder checken, was im Geheim Lief wird jetzt offenbar. Und was dunkel war, wird hell und sichtbar. Weil wir ab jetzt sagen, wo es lang geht. Hey, wir sagen jetzt, wo es lang geht. Wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts. Knut und das Dschungelcamp. Doch was passiert mit unseren Euros und unseren Cent? Milliarden Schulden, wofür wird das alles ausgegeben? Viele hungern und wenige haben ein Luxusleben. Oder wer schreibt über neue Technologien, die unsere Probleme lösen mit der Energie? Ohne Gas, ohne Öl, stell dir das vor. Und dann schiebt einer einfach den Nigel vor. Unzensiert soll die Presse sein. Ich frage mich, habt ihr das jetzt ernst gemeint? Betrogen, belogen und noch für dumm verkauft. Ich hör die Uhr ticken, weil euch jetzt die Zeit abläuft. Denn das alles kommt wieder auf euch selber zurück. Unsere Last geht auf euch, wir nehmen euer Glück. Und wenn ihr dann umkehrt von euren Wegen, sind wir bereit, euch zu vergeben. Denn wir können hier was bewegen. Dazu sind wir am Leben. Wir bringen die Lüge ans Licht, sonst ändert sich nichts. Wir werden hier gemeinsam etwas bewegen. Es geht hier schließlich um unser Leben. Wir bringen